Hallo und herzlich willkommen zu On the Sunny Side auf F15. Ich bin Sunny Grünewald, ich bin Unternehmerin und Forbes Under 30 Listmakerin und jede Woche interviewe ich Persönlichkeiten, die die Digitalwirtschaft gestalten und Tech for Good einsetzen. Diese Woche habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir für die 30. Ausgabe von On the Sunny Side. Ich freue mich außerordentlich, dass Yvonne Bettkober, die General Manager von Amazon Web Services in Switzerland, bei uns ist. Herzlich willkommen, Yvonne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch riesig, denn es ist die 30. Ausgabe, so ein kleines Jubiläum sozusagen für mich. Und für die, die schon ein paar Ausgaben gesehen haben, ich starte immer mit sogenannten Sunny's Fast Five. Das sind 5 Fragen, wo ich dich möglichst schnell, aber hoffentlich auch kurzweilig und originell versuche, ein bisschen kennenzulernen in diesen 15 Minuten, die wir gemeinsam verbringen. Bist du da bereit dafür? Versuchen wir es. Ja, also steigen wir ein. Bist du ein Morgen- oder ein Nachtmensch? Das ist einfach. Ich bin ein absoluter Nachtmensch. Ich bin vor 7 Uhr absolut unbrauchbar. Also Nachtmensch, definitiv. 7 Uhr morgens oder 7 Uhr abends? 7 Uhr morgens brauchst du mich nicht ansprechen. Das ist selbst für meine Kinder bekannt. Sie versuchen es gar nicht erst. Ich kann funktionieren, aber nicht mehr. Alles klar. Ja, da bin ich froh, dass wir nicht um 7 Uhr morgens aufzeichnen. Wenn ich dir eine Zeitmaschine geben würde und du überall hinreisen könntest, Zukunft oder Vergangenheit und überall auf der Welt, wohin würdest du gehen? Zukunft, definitiv. Vergangenheit glaubt man zumindest schon zu kennen. Also wenn schon Zukunft, ich bin Star Trek-Fan, ich würde ins 24. Jahrhundert reisen und zwar auf dem Raumschiff von Captain Janeway, weil für die anderen Star Trek-Fans hier, sie war die erste Hauptdarstellerin, die als Frau eben ein Raumschiff kommandiert hat in dieser Serie. Also das wäre mein Ohr, 2374. Sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt zurück in die Gegenwart reisen, was ist eine Frage, die dich gerade aktuell beschäftigt? Ja, eigentlich noch ganz frisch aus einem Meeting, das wir gerade hatten. Mich beschäftigt zurzeit, wie meine Leute durch die Pandemie kommen. Es entsteht wirklich eine Fatigue bei den Mitarbeitern. Die sind ja schon fast ein Jahr zu Hause. Und das ist eigentlich im Moment mein Top of Mind, wie wir da die Leute motiviert, gut gelaunt und energetisch halten können durch diese Phase, die da noch ein bisschen andauert. Ja. Was heißt Erfolg für dich? Das ist super schwer. Also es ist genauso abstrakt wie Glück, glaube ich. Jeder hat so seine Definition. Für mich ist Erfolg, glaube ich, Gestaltungsspielraum, dass ich selbst entscheiden kann, was für Ziele ich habe und dass ich dann die Möglichkeit bekomme, diese Ziele dann auch zu erreichen oder diese Ideen umzusetzen. Erfolg ist Freiheit zu gestalten, für mich. Jetzt für die, die vielleicht Amazon hören, die denken zuerst mal an E-Commerce und dann erst vielleicht im zweiten oder dritten Anlauf an Amazon Web Services. Trotzdem ein enorm wichtiger Teil von Amazon. Kannst du ganz kurz erklären, was macht Amazon Web Services Switzerland? Also Amazon Web Services generell ist eigentlich der größte Cloud-Infrastrukturanbieter der Welt, auch der erste, der wirklich auf eine große Skalierbarkeit IT-Dienstleistung über das Internet an Unternehmenskunden, Startup, öffentlichen Einrichtungen oder aber auch einzelne Privatpersonen angeboten hat. Was wir tun, ist, dass wir sowohl alles, was die Menschen als IT kennen, direkt wirklich on demand übers Internet anbieten können. Und dazu kommen ganz viele Innovationsprodukte, die schon vorentwickelt sind, die man dann wirklich auch nutzen kann. Und das kann Augmented Reality sein, das kennen viele Leute, oder eben künstliche Intelligenz und andere Themen. Also wir sind eine Innovationsplattform für Unternehmen, die schnell und effizient eigentlich neue Technologien einsetzen wollen. Uns gibt es seit etwa 15 Jahren und die Anekdote Amazon Web Services ist eigentlich deswegen entstanden, weil wir als Truppe, beziehungsweise wir damals, waren verantwortlich, die größte E-Commerce-Plattform der Welt auf die Beine zu bringen, nämlich Amazon. Und wir haben dann festgestellt, dass viele andere Unternehmen eben wirklich Bedarf haben an diese hochelastische IT-Dienstleistungen und Innovationsmöglichkeiten. Und so wurde es dann auch dritten angeboten. Du hast mit unglaublich vielen Führungspersönlichkeiten zu tun, gerade rund um das Thema digitale Transformation, um sie da auch zu befähigen. Was heißt für dich Digital Leadership?
Ja, da bin ich, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu philosophisch. Es ist in erster Linie Leadership für mich. Also es bedeutet, eine Richtung zu geben und sein Unternehmen auf diese Reise mitzunehmen. Es geht darum, Menschen, Organisationen, Teams durch wahrscheinlich jetzt die größte Veränderung unserer Berufslebens zu führen. Insofern ist digitales Leadership zuerst Leadership. Inspirieren, ermöglichen, befähigen, begleiten. Aber digitales Leadership ist auch etwas anders, insofern als das wirklich das Verständnis für Technologie ist wichtig. Man muss wirklich in der Lage sein, dann auch diese Möglichkeiten, die im Moment entstehen, oder diese tektonischen Verschiebungen auf der technologischen Ebene, die stattfinden. Ich habe vorhin über künstliche Intelligenz gesprochen, wir reden über Quantum Computing regelmäßig und so weiter. Und da muss man auch als Leader in der Lage sein, genug zu verstehen und zu wissen, was bedeutet das für mein Unternehmen? Und was für Möglichkeiten könnten dabei entstehen für meine Firma? Und das ist dann der digitale Teil, glaube ich, vom Leadership. Das andere, was da wichtig ist, ist, dass es wirklich sehr, sehr viel Können auch verlangt, um die Organisation zu heben und diese Richtung zu bringen. Gewohnheiten sind wie Schwerkraft. Die kann man nur wirklich mit Kraftaufwand und mit viel Energie am Ende verändern. Und da braucht es wirklich für digitales Leadership, braucht es auch diese Ausdauer, diese Überzeugung auch, sich neu zu erfinden, das Unternehmen neu zu erfinden, Leute auf die Reise mitzunehmen. Und oft bedeutet, dass man sehr lange missverstanden wird und ein bisschen als Spinner dastehen muss als Leader. Also wie Leadership generell geht es vor allem um uns und unsere eigenen Überzeugungen, wie wir sie auf ein Unternehmen, ein Team oder eine Firma übertragen können. Aber die technologische Kompetenz wird immer wichtiger. Da braucht man ein Minimum an Verständnis, damit man dann auch seine Organisation challengen kann und begleiten kann auf diesem Weg. Was ist so dein persönliches Führungskredo oder einer deiner wichtigsten Führungsprinzipien? Wir haben ja bei Amazon sogenannte Leadership Principles. Die sind 14 und sie sind in der Regel auch widersprüchlich, bewusst widersprüchlich. Also eins davon ist Think Big zum Beispiel. Und da wird man angehalten, sich nicht selbst einzuschränken mit seinen Ideen. Oder immer das Mögliche zu sehen, nicht die Hürden zu sehen. Wir haben aber auch ein anderes, das heißt Dive Deep. Das heißt, man muss als Führungskraft im Detail sein. Man muss genau verstehen, was will mein Kunde? Wie entwickelt sich mein Markt? Was sind die nächsten Bedürfnisse, die vor uns stehen? Insofern habe ich verschiedene, wenn es um die LPs geht. Für mich mein wichtigstes Leadership-Prinzip, wenn ich im Umgang mit meinem Team bin, ist wirklich Transparenz und ich würde sagen Authentizität. Ich versuche meinen Leuten nichts vorzumachen. Wenn Schwierigkeiten entstehen, dann muss man sie ansprechen. Wenn gute Sachen passieren, muss man sie feiern. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass sie mir vertrauen können. Insofern, wenn ich ein Prinzip wählen würde, dann wäre Earning Trust. Weil ich glaube, Vertrauen ist die Grundlage, damit Leute wirklich dann auch diese Extrameile gehen und einem folgen. Jetzt die Extrameile, um da vielleicht einzuhängen. Amazon, gerade als E-Commerce-Riese, hat ja im 2020 einen Wachstumsschub erhalten wie ja, kaum zuvor. Da hat sich enorm viel getan, auch im Bereich Cloud hat sich enorm viel getan. Ich glaube, die ganze Wirtschaft hat irgend so einen Digitalisierungsschub gespürt. Welche Entwicklungen hast du, wie hast du das ganz konkret im Schweizer Markt vernommen? Was ist so dein Rückblick auf 2020 hinsichtlich Digitalisierung? Wie hast du das erlebt im Schweizer Markt? Eine interessante Frage. Ich denke, ich habe dieses Jahr noch gar nicht verdaut, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das sitzt uns allen noch in den Knochen. Insofern jetzt erst oberflächliche Reflexion. Für mich als jetzt Unternehmensleiter muss ich sagen, ich fand es eine große Herausforderung, wirklich die Mitarbeiter in diesem virtuellen Konzept einzubetten. Wir haben sehr viel in der Schweiz investiert in 2020. Wir haben sehr, sehr viele neue Leute eingestellt. Und wir können als Tech-Unternehmen das ganze Thema Onboarding, Interviewprozess und so weiter haben wir virtuell umgesetzt. Das war eigentlich gut. Aber wie man neue Mitarbeiter in eine Kultur hineinnimmt, wie man sie adoptiert, wie man ihnen erlaubt, wirklich das Unternehmen, die Familie kennenzulernen, das Miteinander zu erleben, das ist sehr, sehr schwer in diesem virtuellen Umfeld. Und das war schon etwas, das für mich auch neu war. Ich habe immer international und virtuell gearbeitet, aber
so viele Menschen versuchen zu erklären, was es bedeutet, bei Amazon zu sein, was wir versuchen zu erreichen und dass sie da nicht Freunde, Kollegen und so weiter so einfach kennenlernen können, das war eine Herausforderung. Auf der positiven Seite ist es tatsächlich so, dass die Pandemie global und auch in der Schweiz natürlich die Adoption von Cloud beschleunigt hat. Wir haben nach den ersten 2-3 Wochen, wo es relativ ruhig war, ich weiß noch, ich hatte dann noch ein bisschen Zeit, auch sag mal die Strukturen bei uns aufzusetzen, die Leute ins Homeoffice zu schicken und viele organisatorischen Themen zu lösen. Aber dann ging es sofort los, oder? Da hatten wir wirklich sehr, sehr viele Anfragen von Kunden. Weltweit haben wir zwischen März und April, glaube ich, 5.000 neue Unternehmen auf unsere Contact-Center-Plattform aufgenommen, Amazon Connect, weil sie mussten Mitarbeiter nach Hause schicken. Sie hatten ein paar Stunden, höchstens ein paar Tage, um jetzt neue Contact-Center-Lösungen hochzuheben. Und es geht nur über die Cloud. Anders sind es wochenlange, monatelange Projekte. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, was da los war. Und letzte Anekdote dazu. Ich habe einen CIO, einen Kunde von mir aus der Schweiz, und wir hatten einen Telefontermin angesetzt zum anderen Thema. Und er wirkte so gestresst auf dem Video. Da habe ich gefragt, was ist bei dir los? Und er meinte, pass auf, ich bin eingerichtet für 1.600 Leute im Homeoffice. Jetzt muss ich eigentlich innerhalb der nächsten 48 Stunden für 20.000 Leute bereit sein. Also es war wirklich, eine Stresssituation, sowohl für uns auch, uns anzupassen, aber auch für viele Kunden jetzt plötzlich Lösungen zu komplexen technologischen Problemen zu finden, und zwar schnell. Und da ist die Cloud in der Regel dann auch prädestiniert. Ich denke, es hat uns geholfen, dass wir da einen Beitrag leisten konnten mit vielen dieser Kunden. Ja. Ja, schönes Beispiel. Sprechen wir vielleicht über die Bereiche in der Schweiz, wo es noch viel unrealisiertes Potenzial auch gibt. Du siehst ja wirklich in alle Branchen auch rein, durch deine Rolle auch. Wo siehst du eigentlich noch unrealisiertes Potenzial? Also wo könnte die Schweiz 2021 und darüber hinaus noch Vollgas geben? Ich werde jetzt etwas Unpopuläres sagen, aber ich glaube, die Antwort heißt überall, will ich sagen. Und es ist ja nicht mal nur für die Schweiz der Fall. Also wir haben neulich Zahlen angeschaut, als wir unseren Kickoff vorbereitet haben. Im Moment sind etwa 4% weltweit, 4% der IT-Ausgaben mit Cloud verbunden. Und wenn man Cloud als Stellvertreter für Digitalisierung sieht, viele der digitalen Werkzeuge, die man heute zur Verfügung hat, können wirklich nur mit Cloud richtig eingesetzt werden, dann ist es auch ein Indiz dafür, dass wir wirklich am Anfang der Reise stehen, oder? Und ich glaube, dass diese 4% ungefähr auch in der Schweiz repräsentativ sind. Also wir stehen noch am Anfang. Jetzt, ich glaube, was die Pandemie, um erstmal das Kurzfristige mal anzusprechen, was die Pandemie uns wirklich gezeigt hat, ist, dass Themen wie digitale Verwaltung, digitales Bildungswesen, digitales Gesundheitswesen, das sind dringliche Themen, weil die Welt ist zunehmend globalisiert, oder? Die nächste Krise steht sicher irgendwo um die Ecke, diese haben wir noch gar nicht überwunden. Und da, glaube ich, ist das Thema Resilienz der öffentlichen Einrichtung, der Dienstleistung, Resilienz der Schweiz ein sehr wichtiges Thema. Und das kann man mit Digitalisierung beschleunigen und stärken. Also das ist ein bisschen so ein Learning aus der Pandemie. Wenn man langfristiger anschaut, ich glaube, eine gute Brille ist immer dieses Thema Global Competitiveness, oder? Also viele der Industrien, die stark von der Digitalisierung betroffen werden, also Handel und Einzelhandel, Produktion, Finanz, öffentlicher Sektor, das sind gerade die Bereiche, die den Großteil des Schweizers GDP, als Bruttoinlandsprodukt ausmachen, 60% etwa, sind allein in diesen 4-5 Bereichen vertreten. Und das sind die, wo am meisten rauszuholen eigentlich aus einer Digitalisierung. Deswegen glaube ich, dass da auch die größten Chancen liegen für die Schweiz. Zum einen die Produktivität zu erhöhen. Man spricht ja auch sehr viel über Alterung der Gesellschaft. Zum anderen aber auch die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Und warum nicht neue globale Standards und Plattformen zu etablieren aus der Schweiz hinaus? Man hat ja schon diesen Innovationsvorsprung und diese Innovationsglaubwürdigkeit global. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwann mal die größten Finanzplattformen oder Gesundheitsplattformen aus der Schweiz kommen. Warum nicht? Also es ist eigentlich eine gute Nachricht, dass noch so viel zu tun ist, weil wir sind gar nicht so spät dran. Es sind noch viele Möglichkeiten, aber ich würde wirklich bei diesen systemrelevanten Bereichen, wo wir große Schwierigkeiten gehabt haben, across the board, Bildung, Gesundheit und so weiter,
da ist es dringend. Da kann man, glaube ich, anpacken und ich sag mal, das Lernen aus der Pandemie letzten Endes nutzen, um sich vorzubereiten für die nächsten Herausforderungen. Ja, danke für diese Einschätzung. Ein Thema, das du in einem Nebensatz erwähnt hast, ist ja so die Herausforderung des Kulturwandels auch dabei. Also Technologiewandel und Kulturwandel gehen einher. Und ich glaube, eine Herausforderung, jetzt wirklich in das Tun zu kommen, auch bei vielen dieser Themen, die du gerade angesprochen hast, ist ja auch die Tatsache, dass irgend so ein Mindset-Shift teilweise nötig ist. Wie schätzt du das ein? Wie siehst du das? Was für ein konkreter auf dem Mindset-Level oder auf dem Kultur, bei der Kulturthematik, wie müssen wir die Unternehmenskultur und das Mindset der Menschen auch ein Stück weit verändern, damit man auch diese Potenziale nutzt, die Digitalisierung bietet und ins Tun kommt? Ja, das ist eigentlich mein Hauptanliegen oftmals, wenn ich mit Führungskräften aus verschiedenen Unternehmen spreche. Ich glaube, Digitalisierung braucht eine neue Form von Mut. Und zwar nicht nur Mut, neue Ideen zu haben, sondern auch mit diesen Ideen zu scheitern. Und auch Mut, mal umzusetzen, vielleicht ohne dass man alle Informationen und alle Daten hat. Und das ist etwas, das nicht so einfach ist zu machen, weil ich glaube, eine der Stärken gerade der Schweiz generell, für mich auch als Afrikanerin, einer der Gründe, warum die Schweiz so bewundernswert ist, ist wirklich diese Fähigkeit zur Qualität und zur Perfektion. Die gibt es auf meinem ganzen Kontinent kaum irgendwo zu finden. Und das ist eine Stärke, die, glaube ich, je mehr Mut zum Risiko dazu kommt, die wirklich etwas ganz, ganz Einmaliges auf der Welt ist, wenn man diese zwei Dinge kombiniert. Ich denke, was ich oft sehe, leider bei Transformationsprojekten, ist, dass man stellt die Technologie im Vordergrund und dann macht man irgendwo in einer isolierten Kammer so ein Mini-Projekt. Ich nenne das die Pyramidenprojekten, weil damit lassen sich gute PowerPoints bauen und man kann damit ein bisschen durch die Welt gehen und die immer auch zeigen. Aber die tiefgreifende Veränderung im Unternehmen, die verlangen deutlich mehr und die verlangen wirklich diesen Kulturwandel. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, es gibt sowas wie organisatorische Schwerkraft. Das ist eine Mischung aus Kulturen, Gewohnheiten, diese ganzen politischen Gefüge und so weiter, um da gegen diese Schwerkraft anzukämpfen und wirklich diese Organisation von Unternehmern im Unternehmen, von Erbauern im Unternehmen zu ermöglichen, braucht es viel Energie und auch viel Geschwindigkeit. Und deswegen, ich bin wirklich überzeugt, dass wenn man die Kultur nicht mitnimmt, dann bleibt man bei Pyramidenprojekten, beim Digitalisierungstheater. Man hat ein paar, zwei, drei Erfolge, die man zeigen kann, aber die Mitarbeiter haben die Reise nicht mitgemacht. Und Transformation ist leider nicht, das ist eigentlich die schlechte Nachricht, die endet nicht. Die Vorstellung, dass man ein Transformationsprojekt gemacht hat und dann wird alles wieder normal, die gibt es nicht. Es geht wirklich darum, ein Unternehmen von Erfindern zu kreieren, weil das nächste Problem ist um die Ecke, die nächste Kundenmöglichkeit ist um die Ecke. Und wenn man ich nenne das mal High-Frequency-Innovationsfähigkeit hat, die von Mitarbeitern getragen wird, die wissen, dass sie scheitern dürfen, die auch die Skills haben, digitale Werkzeuge einzusetzen, dann ist es eigentlich nicht mehr so wichtig, was um die Ecke kommt, weil man baut eine gewisse Elastizität im Unternehmen, die ermöglicht, wirklich mit Problemen schnell umzugehen und aber auch mit Möglichkeiten schneller umzugehen, diese dann auch in Geschäftsvorteile umzuwandeln. Es wirkt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube wirklich, dass am Ende des Tages der wichtigste Bereich der Digitalisierung ist der Mensch. Und damit ist auch der wichtigste Bereich der Digitalisierung die Führungskraft, die diese Digitalisierung vorantreiben will. Nur so kann die Veränderung dauerhaft sein. Die Führungskraft ist, es ist ja wirklich auf verschiedenen Ebenen. Du hast eigentlich teilweise ja junge Menschen, die bereits in Führungsverantwortung kommen in den Unternehmen, die teilweise zurückmelden, ich habe nicht die Entscheidungsmacht. Wenn ich könnte, würde ich natürlich irgendwie viel eher die Digitalisierung oder gewisse Transformationsprojekte auch vorantreiben.
Aber da ist irgend so von oben teilweise auch dann ein Deckel drauf. Wir haben es seit 20 Jahren schon immer so gemacht. Warum müssen wir es jetzt anders machen? Und die nächsten paar Jahre, wo ich dann vielleicht noch da bin, würde man das dann doch lieber beim Status quo belassen. Immer wieder auch eine Rückmeldung, die ich jetzt von Peers in meinem Alter auch höre. Was rätst du so jungen Führungskräften, die eigentlich digitale Möglichkeiten auch vorantreiben möchten innerhalb einer Corporate-Struktur, aber da einfach nicht an den richtigen Schalthebeln sind hinsichtlich der Entscheidungsmacht im Unternehmen? Schwer. Also ich muss sagen, ich denke, es ist weniger schlimm als meine Generation, weil zu meiner Zeit war man eigentlich nur dumm, wenn man jung war, weil was anderes gab es nicht. Ich glaube, so langsam entsteht ein Verständnis dafür, dass gerade in der digitalen Welt die Jüngeren oftmals die kompetenteren sind und vielleicht dann auch die agileren. Aber natürlich, es ist schon so, dass eine andere Generation heute die Unternehmen leitet und je nach Risikobereitschaft und Wille zur Innovation ist man mehr oder weniger, ich sag mal, in der Lage, als junge Führungskraft wirklich etwas zu bewegen. Insofern auch ein Appell an die Verwaltungsräte. Ich glaube, dass je dezentraler Organisationen sind, je mehr man, wir nennen das bei uns Two-Pizza-Teams, je mehr man wirklich in diesen agilen Teams arbeitet, umso mehr können auch jüngere Leute Empowerment haben über Themen, die vielleicht sogar unternehmensübergreifend sind. Und ich glaube, da glaube ich, ist eine Herausforderung für die Verwaltungsräte, dann auch ihren Führungskräften mal auf die Finger zu schauen und wirklich zu gucken, wie ist die Durchmischung der Generationen in den Entscheidungsgremien und natürlich auch die Durchmischung der Geschlechter. Insofern gibt es ein Diversity-Thema hier von der Gender-Perspektive, aber auch von der Generationsperspektive. Jetzt konkret, glaube ich, was nicht immer funktioniert, ist, wenn man so ein bisschen als Evangelisten durch die Gegend rennt und allen erzählt, was alles besser sein könnte. Oftmals hat man dann auch, dann stoßt man auf Widerstand. Was vielleicht gut funktionieren kann als Ansatz, ist, sich eine Koalition der Willigen zu bauen und wirklich sich ein konkretes Problem anzunehmen, idealerweise das mit dem Kunden zu tun hat, und versuchen, eine Lösung zu diesem Problem mit anderen zusammenzubauen. Wir machen es, bei uns ist es fast eine tägliche Übung. Wir nennen das Working Backwards from the Customer. Und ich glaube, dass wenn man so ein Projekt nimmt und in der Lage ist, ein Problem zu lösen für das Unternehmen zusammen mit anderen und es funktioniert, dann hat man dann auch oft die Möglichkeit, beziehungsweise bekommt man die Möglichkeit gegeben, mehr zu tun. Aber das Thema bleibt aus meiner Sicht, sollte nicht nur in den Händen der jungen Führungskräfte liegen. Es muss mehr Befähigung und mehr dezentrale Machtstrukturen geben in den Unternehmen, wenn sie es wirklich ernst meinen mit Digitalisierung. Yvonne, eine allerletzte Frage. Ich habe das Gespräch so genossen, aber eine letzte Frage. Wenn du ein Buch verschenkst an Freunde, Bekannte, Kollegen, Geschäftskontakte, was für ein Buch verschenkst du? Was sollten mehr Menschen lesen? Das ist für mich unmöglich, weil es wären zu viele. Ich schenke sogar jedes Jahr, also meine Mitarbeiter, die das jetzt sehen werden, wissen es. Ich schenke meinen direkten Mitarbeiter jedes Jahr ein Buch und immer sehr individuell für alle ausgesucht. Insofern, je nachdem, in welcher Woche du mich fragst, wirst du eine andere Antwort geben. Was sind so ein paar Evergreens? Also gibt es gewisse Bücher, die du vielleicht immer wieder mal bestellst, als Geschenk? Also für mich persönlich sogar, ich lese immer wieder The First 90 Days. Also es ist wirklich auch eine Erinnerung, mich selbst auch zu challengen. Also zum einen, wenn ich ein neues Projekt oder eine neue Herausforderung habe oder sogar einen neuen Job mache, das ist wirklich ein Evergreen. Covey's 7 Habits, ultra wichtig, was Produktivität betrifft und Impact. Das wissen die meisten. Das sind so Evergreens. Was ich im Moment lese, was relativ neu, ich glaube, es ist 2, 3 Jahre alt höchstens, ist Essentialism. Und zwar entsteht, das ist eigentlich aus dem Bedürfnis entstanden, produktiver zu arbeiten. Und ich finde, es ist eine spannende Überlegung als Buch darüber, wie man sich ein bisschen in dieser Welt der Reize ein bisschen abschotten kann und sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und nicht nur im Bereich Konsum und knappe Rohstoffe und so weiter, sondern auch, was eigentlich aus meiner Sicht der wichtigste und knappste Rohstoff von allen ist, nämlich unsere Zeit auf diesem Planeten. Also ich fand es ein fantastisches Buch, um wirklich mich nochmal darauf zu besinnen, was will ich wirklich erreichen, was ist mir wichtig und bringe ich da rein die Menge an Energie und an Zeit, die ich wirklich reinbringen will, oder erlaube ich andere Dinge, mich davon abzulenken? Also das ist ganz aktuell bei mir, liegt sogar hier auf dem Schreibtisch.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Yvonne. Es war ganz herrlich und so erfrischend, so direkt auch zu hören, was alles noch zu tun ist. Ich bin komplett bei dir. Ich glaube, wir stehen am Anfang und es ist eine enorm spannende Zeit, wo man wirklich sehr viel anpacken kann. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass ich und On the Sunny Side Teil von den Essential Dingen in irgendeiner Form waren für die letzten 15, 20, 30 Minuten. Herzlichen Dank dafür. Danke dir. Es war wirklich eine Ehre, dass ich dabei sein durfte. Danke. Ja, danke vielmals. Also das war die 30. Ausgabe von On the Sunny Side, gestartet als Projekt aus dem Wohnzimmer eben im Covid-Lockdown, jetzt bereits der 30. Gast und was für ein Gast. Ich habe mich riesig gefreut. Ich hoffe, alle, die zugeschaut haben, sind auch nächste Woche wieder dabei. Wir sind jeden Freitag um 9 Uhr morgens mit einer neuen Episode hier auf F15 am Start. Und ich wünsche euch alles Gute und bis nächste Woche on the Sunny Side.